Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute von AIDA Nova, und ich habe euch drei wunderbare Entertainment-Themen mitgebracht. Casa Minardi, wir haben hier eine Fernsehsendung produziert mit einer Entertainment-Managerin und ganz vielen Gästen. Dann war ein Beatboxer in Voice of the Ocean und Tom macht eine wirklich verrückte Schiffsrundfahrt. Viel Spaß! Genau hier im Kochstudio von AIDA Nova haben wir eine Fernsehsendung gedreht, Casa Minardi, mit ganz vielen begeisterten Gästen, mit italienischem Lebensgefühl und richtig viel Spaß. Guck mal. Siamo a Casa Minardi, dove la vita è come il sole. Tutti a Casa Minardi, wir haben Spaß. Glaub mir, es wird voll krass. Liebe Signore, liebe Gäste, Casa Minardi Motto heute ist Koffer packen. Wer packt die Koffer besser? Die Männer oder die Frauen? Naja, wir werden sehen. Und dann wir werden lernen, wie können wir die beste Lasagne, was ich habe von meiner Oma gelernt, in der Welt kochen. Lecker! Und dann haben wir jemanden ganz Besonderes, weil hier wir sind alle Frauen, wie gesagt. Und dann haben wir nur einen Gast, ein Mann, Vertreter für alle Männer. Und heute Abend der Macho von Casa Minardi. Carsten Roland! Vertreter für alle Männer. Mann, 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 ich freue mich schon. Egal, was Sie machen, haben Sie? Haben Sie Spaß? Weißt du, was Sie mir gesagt haben? Sag. Ihr habt sitzen ein paar hübsche Mädels, es gibt was zu trinken und du kriegst was zu essen. Da hätte ich doch nicht Nein sagen können, oder? Außerdem weißt du doch, wie es so schön heißt. Wenn Frauen sich unterhalten, sitzt der Teufel in der Ecke und lernt. Was stört uns als Frau, ja, also apropos Mode und Stylist, über unsere Männer? Zuerst ist Tanga als Badehose. Boah, in den 80ern oder sowas mal hip, wobei ich glaube, auch da sah es schrecklich aus. Also wenn, dann eine vernünftige Boxershorts, glaube ich, eine vernünftige Badeshorts. Das wäre so meins. Deins. Ja. Aber viele Männer machen das, weil die denken, die sieht gut aus. Nee, das sieht niemals gut aus. Sehr gut. Ja? Okay, dann ist gut. Ja. Bravo. Hey, Carsten, sehr gut. Weiße Socken und Sandalen. Warum? Ich persönlich bevorzuge weiße Socken und Adiletten. Ein sehr leichtes Make-up mit ein bisschen frischen Farben, vielleicht ein bisschen Korall oder was Pinkes auftupfen, damit alles ein bisschen frischer aussieht und am Ende mit einer kleinen Flechtfrisur. Und dann ist unser Sommerlook schon fertig. Also geizig in die Küche ist wie geizig in Liebe. Funktioniert nicht. Weil, wir haben Hunger, oder Frauen? Mamma mia, haben wir Hunger, wir haben Fame, wir wollen mangiare. Und du gibst also, Kommandos, so. In Italien, wenn etwas schmeckt ganz gut, machen wir etwas ganz Besonderes. Wer weiß das? Genau. Frag mich nicht, warum. Ist einfach, weil wir sprechen nicht nur mit unserer Stimme, sondern auch mit unserem Körper. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Lecker. Ciao, ciao. The Voice of the Ocean gibt es ja schon länger bei uns an Bord und ich bin immer wieder begeistert, was für Talente dann abends da auf der Bühne stehen. Nein, nein, gesungen hat er bei The Voice, gebeatboxt hat er bei Keep Your Light On. Ich bin halt schon ein bisschen älteres Semester, aber ich glaube vom Fernsehen kennen mich vielleicht auch einige Teenies von der Sendung Spotlight, so als Beatboxer Hausmeister, da trage ich halt auch mal einen blauen Overall und deswegen, das ist so ein bisschen... habe ich jetzt gerade so Heimatgefühle. So, ich bin tatsächlich so seit fast 30 Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig, damit, dass ich dumme Geräusche auf der Bühne mache. Also sprich, hier in Deutschland einer der ersten Beatboxer, einer der 80er gewesen bin. Im Ernst? Ja. Das ist ja großartig. Führ uns ein bisschen was vor, wenn du möchtest. Wollen Sie das hören? Ja? Wir haben eben auch praktisch hinter der Bühne auch schon viel Spaß gehabt, so ein bisschen auf Star Wars. So. Also. So. Also ein bisschen was Leichtes. Ja, gerne. Die meisten kennen ja Hip-Hop irgendwie so und also, oder Bossa Nova geht auch. Also passt so ein bisschen so leicht, so als Lounge-Mucke. Jetzt hier so für so mit Herzschlag. Ne? Gut, einige fragen sich jetzt, was hat das mit Bossa Nova zu tun? Da muss man ein bisschen Swing reinmachen.
dann setzt er Akzente. Noch mehr Akzente. Hab ich auch noch nie. Sowas habe ich noch nie live gesehen, meine Damen und Herren. Danke. Dann ist so ein bisschen Atmosphäre hat noch gefehlt. So. Also. Oder falls er einen Song braucht. Die erste lebende Beatbox hier bei uns im Studio X. Auf Aida Nova. Hinter mir hier im Studio X, da begann neulich die verrückteste Schiffsrundfahrt, die es jemals in der Geschichte der Schifffahrt gegeben hat. Glaubt ihr nicht, werdet ihr gleich sehen. Und jetzt noch zu unserer Aktion. Hier unten könnt ihr gleich posten eure Lieblingsplätze auf all unseren Schiffen. Postet eure Lieblingsplätze. Und jetzt viel Spaß bei der Rundfahrt. Und wir werden jetzt, ich muss mal gucken, hier gibt es ja irgendwo so einen Knopf, wo man das Ganze anlässt. Hier, glaube ich. Nee. Nee. Oder ist das wie so ein Rasenmäher, den musst du hier so... So, dann können wir, glaube ich, loslegen. Wir machen einen kleinen Rundgang heute, eine kleine Rundfahrt. Wir müssen ja erstmal aus dem Studio raus. So, ich finde es ja ganz hübsch hier, ne? Also man kann hier ein bisschen unterwegs sein. So, guck mal, da stand Wolfgang, hast du gesehen? Ist das ein Raucherauto? Nein, 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 wegen der Elektrik. Oder so. Guck mal hier, dein ehemaliger Arbeitsplatz. Ach, nee, das ist der Shop. Ja, sag da, doch. Hier. Nee, das ist Ausflugscounter. Huch, wie kommen wir denn da jetzt so schnell hin? Theatrium. Habe ich mich wohl verdrückt mit dem Gaspedal. Ah. So, guck mal, wo man überall lang kann hier, ne? Direkt an der Seite. Oh. Ah, Wahnsinn. Das ist ja verrückt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich hier richtig bin. Eigentlich wollte ich auf Deck 16 hoch. Huch. Moin Tom! Hallo! Servus! Achso, Gott! Ja, sie ist hinter uns. Ja. Wahnsinn, du hast auch eine Orientierung wie ein Huhn. Das ist ja... So! Oh, guck mal, wo sind wir denn jetzt? Im Gang. Wir sind im Gang. Einmal ganz kurz in den Aufzug, wir müssen nach hoch. Wohin? 16. Wohin? 16? Okay. 16. Oh, das ging aber schnell. Ganz kurz. Piep! Heck schwenkt aus. So, Vorsicht. Hier, ich finde nämlich hier oben im Vorelement gibt es eigentlich bitte den besten Cocktail. Ist dir mal aufgefallen übrigens, wenn ich nach links lenke, fahren wir rechts rum? Ja, das ist mir aufgefallen und ich würde mal sagen, das ist Zeit für ein Selfie. So. Ich habe das Handy in der Hand, er fährt. Ja, ich habe immer eine Hand am Steuer. Ist ja ganz wichtig. So. Hallo Tom, guck mal, ich hab jetzt zwei Cocktails für euch. Ah, das ist aber lieb von dir. Danke dir, Melli. Oh, Magic, guck mal. Oh, Cocktailchen, Wahnsinn. Aber don't drink and drive. Ich bin schon wieder unterwegs. Wie mache ich das jetzt? Don't drink and drive, Tom. Du hast eine Vorbildfunktion hier. Ja, das wird schon. Es ist ein Dodo. Was erwartest du denn? Rückwärts. Ich hab falsch abgebogen. Rückwärts auch noch. Was ist denn da los? Wieso denn rückwärts? Wir fahren rückwärts runter. Siehst du das nicht? Nee. Doch? Nee, kann ja nicht. Ja doch, guck mal, jetzt fahren wir wieder vorwärts. Von Deck 16 runter auf Deck 13. Direkt. Das ist der neue Racer. Ja. Das ist der neue Racer. Dass man das mal. Ach, gut, dass wir hier wieder angekommen sind. So, Prost! Einparken. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Aida Nova, über dieses wunderbare Schiff mit den unglaublichen Möglichkeiten, dann geht in euer Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in der Weltmetropole New York und fahren zuerst nach Hamilton auf den Bermudas. Weiter geht es nach Nassau und nach Miami. Wir machen noch Halt in Port Canaveral, in Norfolk und in Baltimore. Und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach New York. Die schönsten Bilder findet ihr entweder bei uns in den Galerien an Bord der Schiffe oder im Photoshop. Und die schönsten Bilder der Woche, die findet ihr jetzt hier. Viel Spaß, bis zur nächsten Woche. Oh.
Opfert feig, war sinnfällig. Es gibt nichts Schöneres als euch. Und ich hab das alles so gewollt, in deinem Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt wie all deine Farben und all deine Narben. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? Wie all deine Farben, weißt du noch gar nicht, wie schön du bist? Wie schön du bist? Dankeschön.